vielen Dank. Ja, freut mich, dass ich heute ein bisschen was zum Thema Mobile Marketing erzählen darf, auf der Online-Veranstaltung hier. Mobile wird immer wichtiger. Wer von euch war heute schon im mobilen Internet? Hände hoch. Ja, alle. Lange Jahre wurde über das mobile Internet viel geredet, passiert ist nicht viel. In den letzten Jahren ist wirklich eine Menge passiert und jetzt ist eine Menge Usage da. Dieses Jahr soll das Jahr werden, wo tatsächlich die Zahl der User im mobilen Internet, die Zahl der User von stationärem Internet übertrifft. Und ich glaube, sowohl Yahoo als auch Google rechnen damit, dass dieses Jahr auch tatsächlich die Anzahl der Suchanfragen, die über Mobile reinkommen, größer sein wird als die Anzahl der Suchanfragen über Desktop. Ja, und das ist enorm und bietet natürlich eine Riesenchance. Was bedeutet das für Deutschland? In Deutschland gibt es zwei relevante Betriebssysteme, iOS und Android. Traditionell war iOS immer jetzt, was die Usage angeht, weiter vorne. Ist es auch immer noch, was die Usage pro Nutzer angeht. Aber Android kommt sehr, sehr stark im Markt und schließt jetzt auch in der Usage auf. Im Grunde genommen sind beide jetzt gleich auf. Wer ein bisschen Fantasie mitbringt, kann sich vorstellen, wie die Grafik weitergehen wird. Android wird im Laufe des Jahres vermutlich, was die Usage angeht, iOS überholen im mobilen Internet in Deutschland. Andere Betriebssysteme, Windows Phone, BlackBerry, Symbian, sind im Grunde genommen in Deutschland kaum relevant. In anderen Teilen der Welt sieht das anders aus. Wir sind auch sehr stark international unterwegs und in Lateinamerika ist beispielsweise Windows Phone stark auf dem Vormarsch und in Schwellenländern allgemein ist auch noch die Nokia Asher-Plattform sehr, sehr stark verbreitet. Was machen die Leute im mobilen Internet? Zu 80% Apps nutzen. Und zwar Spiele, Facebook, danach kommt erstmal lange nichts. Danach kommt dann noch Entertainment-Tools, andere Social-Networking-Dienste, News, andere Tools, andere Apps. Und nur 20% der Nutzung findet im Browser statt. Was ganz interessant ist, ehrlich gesagt, finde ich, ist, dass E-Commerce völlig fehlt. Hier unter den größeren Kategorien in der App-Nutzung. E-Commerce ist aus meiner Sicht noch stark unterrepräsentiert, was sich aber ändert und was natürlich auch eine wahnsinnige Chance bietet. Und sicherlich auch für einige, die hier sitzen. So, was mache ich? Wie passe ich hier rein? Wir machen eine Social App namens Keep mit mittlerweile sogar fast 2 Milliarden monatlichen Page-Views. Machen das schon eine ganze Weile, seit 2006. Und was kann man mit Keep machen? Mit Keep kann man Leute kennenlernen, chatten, flirten, spielen. Also ein relativ breiter Mix von Dingen, die Spaß machen mit anderen Leuten, die man dort trifft. Das wird ganz gut angenommen, wie gesagt. Wir haben mittlerweile ziemlich viele Nutzer. Ich glaube, mittlerweile sind es 28 Millionen Registrierte, 1,9 Millionen davon monatlich aktiv und täglich kommen sage und schreibe über 20.000 neue User dazu. Geografisch findet das Ganze zu einem geringeren Teil nur in Deutschland statt. Ungefähr 5% unserer Nutzung kommt aus Deutschland. Der überwiegende Teil oder so die stärksten Regionen sind für uns Lateinamerika. Insbesondere Brasilien, Mexiko, Costa Rica, Argentinien sind sehr starke Märkte und auch UK funktioniert sehr gut. Ja, um die Reichweite mal ein bisschen in den Kontext zu stellen, was bedeuten 2 Milliarden Page-Views pro Monat? Das ist ein sehr unseriöser Vergleich, muss ich gleich vorab sagen. Ich habe hier nämlich mal die IVW-Zahlen aus dem Januar genommen und habe uns darunter geschrieben, die wir ja zum einen nicht IVW gemessen werden, die Zahlen stimmen aber soweit. Zum anderen aber auch unsere Zahlen, also die Zahlen von Keep, keine Zahlen sind, die sich rein auf Deutschland beziehen, sondern eben weltweit sind. In Deutschland wäre das einiges kleiner, aber man sieht weltweit, mobil haben wir mehr Traffic als jetzt die größten deutschen, fünf deutschen Angebote mobil zusammen in ihren Apps, wenn ich das richtig sehe. Und da sind wir natürlich auch nicht von heute auf morgen hingekommen, sondern sind kontinuierlich über die Jahre gewachsen. Wie schafft man das?
Wie schafft man mobiles Wachstum? Aus meiner Sicht das Wichtigste nur mit Apps. Nicht mit mobilen Websites, nicht mit, mit für mobile Browser optimierten Websites, sondern wirklich nur mit Apps. Und das hat verschiedene Gründe und jeder einzelne ist schon ziemlich wichtig. Nummer eins, nur mit Apps hat man Zugang zu App Stores. App Stores sind in der mobilen Welt, wo 80% der Nutzung über Apps stattfindet, der wichtigste, größte und günstigste Kanal, um neue Nutzer zu bekommen. Zum Zweiten, Push-Notifications. Push-Notifications sind also die kleinen Nachrichten, die man auf seinem Handy erhält von den Apps, die einen darauf hinweisen, dass man mal wieder spielen könnte, dass eine neue Nachricht eingegangen ist, dass sich vielleicht jemand anderes für einen interessiert hat, die dazu führen, dass man die App mal wieder benutzt. Das ist eine Möglichkeit, auch die hat man nur mit Apps und es ist ein super Instrument, was genutzt werden kann, um inaktive User zu reaktivieren oder um einfach auch von aktiven Nutzern die, die Aktivität zu erhöhen. Komplett kostenlos, wunderbar. Wird wahrscheinlich in Zukunft, könnte ich mir vorstellen, noch ein bisschen stärker reglementiert werden von dem Betriebssystem, aber wird trotzdem wahnsinnig wichtig bleiben. Zum Dritten, nur mit Apps bekommt man die Art von User Experience hin, meines Erachtens, die der Nutzer auf einem Smartphone oder auf einem Tablet erwartet. Ein Smartphone oder ein Tablet ist ja auch, ist auch ein haptisches Erlebnis. Mehr jetzt als ein PC oder ein sonstiges Gerät. Man erfreut sich auch an der flüssigen, an dem schönen Produkt, an der flüssigen Bedienung. Man berührt das Gerät, man steuert das auf eine, sagen wir mal, intimere Art und Weise, als, als man andere Geräte steuert. Und diese Art von, flüssiger, smoother Steuerung und User Experience bekommt man meines Erachtens nur hin, wenn man eine möglichst native App baut. Das wird man mit Mobile Websites nicht schaffen. Und zum Vierten hat man natürlich auch nur mit Apps wirklich gute Möglichkeit, auf Handyfunktionen zuzugreifen. Sei das Telefonbuch, Kontakte, wenn man es braucht, Kamera, Sound für Spiele essentiell. Das hängt ein bisschen vom Anwendungsfall ab, aber ist schon noch ein wichtiger Punkt. Punkt Nummer 5. Der hier nicht drauf ist, der aber auch, der im Grunde genommen fast der allerwichtigste ist. Wenn man sich eine App runterlädt, hat man natürlich das App-Icon in seinem App-Folder gespeichert. Das ist die Bookmark. Und dadurch hat man ständig, wenn man ständig wieder daran erinnert hat, ständig wieder die Möglichkeit, die App aufzurufen. Ich weiß nicht, wer von euch sich im mobilen Browser Bookmark setzt. Ich tue es nicht. Und man hat doch einen sehr viel schnelleren Zugang wieder zu einem mobilen Content, wenn man einfach nur das App-Icon drücken muss, anstatt dass man immer wieder eine URL eingeben muss. Also diese ganzen Gründe aus meiner Sicht sprechen dafür, dass man wirklich eine App braucht, wenn man mobil wachsen will, also signifikant wachsen will. Jetzt kommen gleich wieder drei auf einmal. Nee. So, jetzt gehen wir mal, also mal davon aus, wir haben eine App und dann haben wir natürlich noch keine Nutzer. Die Frage ist, wie kommen die Nutzer auf die App? Erstens mal muss man natürlich die App-Stores optimal bedienen, was die Präsenz angeht. Man muss optimal dort vertreten sein, was die Screenshots angeht, was die Description angeht, um da einfach eine bestmögliche Conversion zu erreichen in den App-Stores. Was ganz wichtig ist, wenn man App-Stores hört, denkt man immer, ja gut, bei zwei Betriebssystemen sind das dann wohl zwei, Google Play und der App-Store. Dem ist aber nicht so. Nach unserer Erfahrung gibt es halt eben auch noch eine ganze Reihe von anderen App-Stores, die alle deutlich kleiner sind, die in ihrer Summe aber sehr, sehr wichtig sind und wo es sich wahnsinnig lohnen kann, die auch mit zu pflegen und bestmöglich zu bedienen. Wenn man also, sagen wir mal, sehr gut nun in den verschiedenen App-Stores aufgestellt ist, wie bekommt man Traffic auf seine Seiten im App-Store? Und da sehe ich 5 wesentliche Kanäle. Das eine ist jetzt tatsächlich doch wieder die mobile Website,
Und zwar einfach nur als Distributionskanal für die App. Jeder, der eine Website betreibt, sollte zumindest eine mobil, auch für den mobilen Browser optimierte Version haben, die automatisch auch das Betriebssystem erkennt und dann im Grunde genommen die Leute schnellstmöglich in den jeweiligen App Store schickt, damit sie sich die App runterladen. Das ist schon mal schnell und einfach gemacht und kostet nichts. Genauso kostet nichts, ist aber nicht schnell und einfach gemacht, ist das Thema Suchmaschinenoptimierung. Mobil genauso wichtig wie, wie stationär, vielleicht sogar noch wichtiger, weil einfach das Potenzial sehr groß ist, weil es nicht viele Leute aus meiner Sicht gut machen. Und das läuft im Grunde nach genau denselben Regeln wie im stationären Internet. Man muss es halt nur dann eben für mobil optimierte Webseiten machen, in den mobilen Index hochladen etc. Wichtigster Baustein, die sogenannte App Store Optimization. Das heißt, es geht nicht nur darum, dass die Leute gut im App Store konvertieren, sondern dass auch der organische Traffic, der im App Store selber, den man im App Store selber auf der eigenen App hat, möglichst groß ist. Das heißt, im App Store wird viel gesucht und man will natürlich, dass man zu bestimmten Begriffen dann auch, die für einen relevant sind, gefunden wird. Und da kann man stundenlang drüber referieren. Um nur mal einige Punkte zu nennen, was natürlich wichtig ist, ist zum einen der Titel der App, die Description. Was auch wichtig sind, was auch sehr wichtig ist, sind letztlich die Bewertungen, dass man beispielsweise auf schlechte Bewertungen auch reagiert, dass man das Produkt möglichst so gestaltet und so reagiert auf User-Feedback, dass die Bewertungen immer besser werden, denn das macht auch einen ganz erheblichen Einfluss im Ranking. Und das Ranking ist ja letztlich dann der App in verschiedenen Kategorien, ist dann sehr wichtig, um viel organischen Traffic zu ziehen. So, das sind alles Dinge, die kosten erstmal nichts, die machen nur Arbeit und die bringen eine ganze Menge. Die bringen bei uns, würde ich sagen, 80-90% unserer über 20.000 neuen App-User pro Tag. Trotzdem ist das sehr gut und wichtig, dass man das Ganze noch anfüttert durch bezahlte Marketingaktivitäten, also in erster Linie Google AdWords, aber auch Display. Mobile Display, zum einen, weil man auch da effizient und gut Dinge machen kann und zum zweiten, weil sich das Ganze positiv wiederum auszahlt auf die ganzen anderen, auf den organischen Traffic. Denn für alle App Stores oder für die meisten großen App Stores ist es auch wichtig, wie viele Downloads wurden generiert, wie aktiv sind die Downloads bzw. Installs. Und wenn man das anfüttert, zusätzlich durch bezahlte Kampagnen, dann bringt das nochmal sehr viel mehr. Wichtig ist in dem Zusammenhang auch, dass die User tatsächlich aktiv werden. Was also, womit wir sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben, ist, wenn man sich incentivierten Traffic einkauft, der dann anschließend nicht aktiv wird. Denn das merkt Google oder andere merken das dann auch und die sind also auch nicht willens zu Recht Apps nach vorne ins Ranking zu spülen, wenn da viele Downloads, aber weniger aktive Nutzer drin sind, denn das können die ja alles messen. So. Ja, hier nur ein paar Tools. So viel Zeit habe ich jetzt nicht mehr, im Einzelnen darauf einzugehen. Das sind Partner, mit denen wir gut zusammenarbeiten. Es gibt aber auch noch ganz viele andere. Werbepartner für Mobile Display und Tools für Apps, die sich lohnen anzuschauen, wenn man in dem Metier tätig ist. Nochmal ganz kurz, 4 Learnings aus 8 Jahren Mobile Marketing. Nummer 1, das Produkt am liebsten möglichst einfach und intuitiv gestalten. Der Screen ist klein, die Nutzer haben wenig Zeit, Einfachheit ist King. Nummer 2, Traffic. Wenn man ihn einkauft, möglichst günstig, der Markt ist intransparent, man kann denselben Klick für das 20-fache kaufen, wenn man dumm ist, wenn man schlau ist, kauft man für ein 20. Und das macht natürlich einen erheblichen Effekt unten auf dem Wert oder auf der Marge, die man auf den Kunden generiert. Märkte, es gibt ein riesiges Potenzial in Emerging Markets, wie ich schon gesagt habe, Brasilien, Mexiko, Russland, alles klasse Märkte von Leuten, die teilweise keinen Access haben zum normalen Internet und für die deswegen das mobile Internet umso spannender ist. Und zuletzt Trial and Error, ausprobieren, messen und messen ist wichtig und dann optimieren. Ja, damit bin ich zum Ende angelangt. Die Musik deutet das an, die Stunde.
Ich hoffe, es war interessant und ich konnte einige Anregungen geben. Falls auch noch Fragen sind, kontaktiert mich gerne. Jetzt oder im Nachhinein. Wir helfen immer gerne. Die Sperre, ja.